Oh, sehr gut. Die Beeren sind fertig. Kann man gleich mal verkaufen. Ich weiß gar nicht, ob ich das auch im letzten, nein, nicht schlafen gehen, Spielstand hatte. Hier kann man in diesen Kästen kann man Dinge einlegen oder Marmelade herstellen. Ich brauche, glaube ich, ein paar mehr von diesen Kästen. Ich denke mal, ich stelle die auch mal draußen hin. Das kann ich gleich mal machen. So, ich würde gerne mehr von diesen Kästen haben. So, was brauchen wir denn für so einen Kasten? Ah, das kriege ich hin. Wobei ich weiß ganz schön viele Kohle. Doch, das kriege ich hin. Ich brauche aber noch Steine. Sechs Steine. So. Gucken, wie viele ich davon denn machen kann. Ende. Warum? Oh, man braucht ganz schön viel Holz dafür, sehe ich gerade. Oh. Aber wir müssen dann noch ein bisschen Holz haben. Ich gucke gerade. Ja. Können wir wenigstens noch mindestens eins machen. Sehr gut. Fürs nächste fällt mir aber auch wieder ganz schön viel. Na gut. Immerhin haben wir jetzt noch ein paar mehr, doppelt so viele wie vorher. Ist schon mal nicht schlecht. Dann können wir mehr einlegen. Das ist doch schon mal was. Hier. Zwei, drei, vier. Da können wir gleich vier Stück davon einlegen. Die hier, die könnte ich ja eigentlich verkaufen oder verschenken. Muss man mal gucken. So, ups. Ich weiß gar nicht, wo ich die hinstellen soll. Kann ich die auch hier hinstellen? Das geht sogar. So. So, na dann rödelt mal ihr Dinger. Ich bin mal gespannt. So, hier geht alles von alleine soweit. Oh, ich brauche eine Sichel. Habe ich eine Sichel dabei? Nein. Na, ich lasse das mal so. Eigentlich habe ich jetzt dadurch, dass es regnet, eigentlich so gut wie gar nichts zu tun, ne? Das ist gut. Das ist sehr gut. Jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen, wie ich das jetzt hier am besten mache. Könnte ich runtergehen? Ich glaube, ein Huhn kostet bestimmt mindestens 1000 oder so. Hä? Oh mein Gott. Nee, dann lass ich das mal mit dem Huhn. Ich würde gerade Huhn kaufen gehen. Aber nein. Ich kaufe Saatgut. Ich weiß gerade vor Schreck gar nicht mal, was ich hier angebaut habe. Das habe ich schon wieder selbst vergessen alles. Ich glaube, Blaubeeren sind gar nicht mal so schlecht. Okay. Ich glaube, Blaubeeren sind gar nicht mal so schlecht. Deswegen würde ich jetzt dazu tendieren, mir jetzt auch, ja, Blaubeeren-Saat zuzulegen. Gucken wir mal. Ich habe übrigens auch nicht vergessen, das hier noch wieder so ein bisschen. Das ist erst so, das ist Quality. Weil das habe ich jetzt total außer Acht gelassen, was gar nicht mal so gut ist. Boiler Room Fish Tank Crafts. Mal, ich habe jetzt einiges wieder verloren dadurch. Das sind Sachen, die man im Winter kriegt. Crystal Snow Jam. Krokus. Wir haben jetzt Sommer. Also muss ich die hier spenden. Spiceberry, Crepe und Sweet Pea. Okay, das kriege ich hin, denke ich mal. Ich brauche aber noch. Wo war denn das jetzt? Fisch? Was ist das hier? Nee. Summer Crops. Genau. Tomaten, Hot Pepper, Blueberry und Melon. Ich weiß nur leider gerade gar nicht mehr, was ich angebaut habe. So ein Mist. Oh, der Geile. Oh Mann. Warum kann der Schäne nicht heiraten? Er war der Beste. Ich probiere es einfach nochmal. Mit Clint, mit den Ohrs. Ich gehe, denke ich mal, heute auf jeden Fall nochmal runter. In die Mine. Schauen wir einfach mal. Das müsste gleich aufmachen, ja. 9 Uhr. Na komm, mach hinne. Anite, Money, Money, Money. Lalalala. So, hey. Ein schöner Tag heute. So. Tomatensaat brauche ich. Auf jeden Fall. Melon habe ich. Pepper brauche ich auf jeden Fall. Den Rest mache ich jetzt einfach mal für Blueberries. So. Mal gucken, wie weit ich damit komme. Baue ich jetzt alles an und danach ab in die Mine. Und auf dem Weg dorthin natürlich auch nochmal die ganzen Seeds abgeben. Also hier ist Wheat Pea und Crepe und was anderes. Ich habe vergessen, was das war.
Machen wir dann auch noch schnell. Und dann wird gekämpft. Ich bin übrigens jetzt auch inzwischen schon ganz tief in der Mine. Ich bin schon bei Level 60 oder so. Kann ich euch dann mal zeigen. Das baue ich mal hier an. So. Ach, da bin ich davon. Wo sind die Hacke da? Ups. So. Und überall Blaubeeren. Sehr schön. Super. Gut, so viel dazu. Schau schon mal ganz kurz hier. Das kann ich jetzt erstmal weglegen. Das sowieso, das auch. Das behalte ich erstmal bei mir. So. Spiceberry was, glaube ich. Sweet Pea und die Grape, ne? Die brauche ich. Crystal Fruit. Was nehme ich denn jetzt hier mal? Soll ich mal die Salmonberry nehmen? Nehme ich ein paar Salmonberries mit, falls ich mich irgendwie aufladen muss. So. Und die spende ich, oder? Das war doch. Ich gucke mal ganz kurz, ob das das Richtige war. Oh. Organized. So, ja, nein, das war falsch. Craft. Genau, Spiceberry. Okay, dann gebe ich das auf jeden Fall auf dem Weg jetzt noch nach oben ab. Und ihr wachst ja alle schön. Wupp, wupp. Und ich trinke nebenbei. Wupp, wupp. Lecker. Sehr lecker. So. Ich weiß auch noch. Ich warte auf was, was ich hier gerne freischalten würde. Ich weiß allerdings nicht genau, wie man das triggert. Ich will es aber auch nicht. Du bist jetzt hier nur so Sweet Pea, ne? Brauche ich eigentlich gar nicht. Lass ich dich erstmal hier. Und füge dich ge gegebenenfalls einen anderen Mal. So, gehen wir erstmal hier rein. Jetzt muss ich kurz überlegen. Wo war denn das nochmal? Ich habe das ja schon mal gemacht. Ich glaube, ich habe das sogar auch schon on-screen mit euch zusammen gemacht. Falls ja, tut mir echt leid. So. 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 Bundle complete. Summer Seeds. Oh mein Gott. Ich habe gehört, ich gehe nochmal ganz kurz zurück zur Farm und baue die direkt an heute. Es ist ganz schön mit mir, es tut mir leid. Na du, kleines Apfeltierchen. Ich liebe kleine Apfeltierchen. So, das wäre, glaube ich, Geld, ne? Ah, kochen. Färben. Okay, Field Research. Also untersuchen, brauen. Sieht alles interessant aus. Okay, da tue ich die Summer Seeds auf jeden Fall jetzt mal aussehen. Muss sein, tut mir leid, Leute. Denn je eher ich die natürlich jetzt aussehe, desto eher wachsen die, und desto eher sie gewachsen sind, desto eher kann ich sie verkaufen. Und je eher ich sie verkaufe, desto eher Geld kriege ich. Gibt Sinn, ist auch logisch, sitzt, passt, hat Luft. Machen wir das ganz schnell. Ich beeile mich. Es regnet da glücklicherweise, da müssen wir auch nicht gießen. Ist alles ganz locker. Ich hacke dafür am besten mal neben dem Feld extra frei. Das habe ich im Frühling offscreen ja auch schon so gemacht. Das wisst ihr nur nicht. Ha, nämlich hier. Genau. Kyoto gibt mir recht. So. Ich mache das schon. Fehlt mir dann zwar ein bisschen Energie, aber wir werden noch genug Energie haben, um dann Dingen rumstreifen zu können. Im Dungeon. In der Mine, genau, in der Mine. Es ist die Mine. So. Hallo? Ich würde gerne dann halt so. Ich krieg das schon hin. Hallo? So. Es müsste jetzt genau 30 sein, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ob ich richtig zählen kann. Oh, dann deprimiere ich mich jetzt hier total. Den genau auf. Sehr gut. Ich wusste nämlich 3 mal 9 ist 27. Und nochmal 3 dazu ist 30. Witzig. Ich sollte Mathe-Genie werden. Freiberufliches Mathe-Genie, genau. Nein. Ah, eine Grape. Sehr gut. Oh, Spiceberry und noch eine Grape. Oh, vielleicht treffe ich ja unseren Kumpel, dessen Namen ich vergessen habe. Linus.
Ja, da freut sich schon mal so über Nahrungsmittel. Deswegen schenke ich ihnen immer gerne Nahrungsmittel. Das ist da relativ leicht zufriedenzustellen. Und ich komme immer an ihm vorbei, wenn ich hier hochgehe. Ist er da? Ja, komm. Komm. Ah, vielen, vielen Dank. Seht ihr. Linus und ich, wir sind hier schon voll crust besties. Beste Freund immer. Warte mal, ich muss ja hier 30 Copper Wars. Da ich eins schon verschenkt habe an Clint, brauche ich schon jetzt noch 6 Copper Wars. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich Copper Wars herbekomme. Muss ich gleich nochmal gucken. Ich bin schon bei Level 60. Ich gehe mal zu Level 30. Because of Copper Ore. Hallo. Ah. Perfekt. Perfekt, da geht's ja fast gar nicht. 1. 2. Wow, so viel zu perfekt. Ja, bitte? Kann ich Ihnen helfen, Frau Fledermaus? Alter. Ah, kommt her. Kommt her. Es ist der Wahnsinn. So, gut. Ah, nochmal Kopfohr. Na, komm her. Bitch. Oh mein Gott, ist hier viel Kupfer. Hab ich Glück gehabt. So. So. Müssen wir doch irgendwie 6 Stück doch zusammenkriegen. Ah. Guckt. So leicht ging's. Fertig. Ach. Ich muss die sammeln, während die Quest läuft. Jetzt verstehe ich es. Oh, was? Das ist doch voll dumm. Schade, ich muss die den einmal. Ich weiß doch gar nicht, wie ich jetzt hier an so viel Copper rankomme. Wow, jetzt habe ich... Oh, ich habe schon 13 zusammen. 15, wow, ich habe schon die Hälfte. Okay, never mind. Gucken wir mal, ob ich denn noch irgendwie was finde. Ist ja witzig. Da macht man immerhin mal so nebenbei hier noch so eine Quest. Warum auch nicht? Hier oben war doch irgendwie schon der Weg nach unten, ne? Gucken wir mal, ob da noch was Lustiges ist. Ja, hier. Ah, sieht da chillig aus. Muss man mal so sagen. Oh, was geht das wieder los? Ist so ein bisschen... Nerven die schon, oder? Also, ich weiß nicht. Also, da gerade... Ja, nervt man nicht hier. Der Grad der Penetration ist schon... Bleib doch einfach mal hier, danke. Oh, gleich 2. Ja, wollte ich gleich zu 100 kommen? Ja, ganz genau, nochmal neue. Na komm, na komm. Und du auch. Verpisst euch. Oh, meine Fresse. Ah, cool, geht gleich weiter runter. Boah, 3 Stück. Verarscht mich noch nicht. Aber Copper-Ohr möchte ich. Ja, komm, nerv nicht. Ah, da, sehr gut. Komm, das fehlt mal noch, oder? So. Ist denn noch eine? Ach, da. Ist ja witzig. So, gehen wir mal noch eins runter. Hallo, mein Name ist Yumi, ich suche Kupferohr. Thomas. I can reek the money, money, money. So. Da, sehr gut. Oh, Leute, jetzt nervt mich doch mal nicht mit eurer Scheiße hier. Ich möchte doch einfach nur das Kupfer sammeln und nach euch den neuen Abschnitt zeigen. Ah! Geht einfach weg! Geht alle weg. Oh, jetzt hat mir Iron Ore gegeben, das komische Krüppel-Gollum-Vieh. Oh, da geht's auf jeden Fall schon mal weiter runter. Oh, Leute. Chillt doch mal eure Base, danke. So. Ah, da unten war ich jetzt auch noch Kupfer. Oh, hau ab. Hau ab. Oh, nochmal 2. Euer Ernst. Immerhin 3 waren drin. Oh! Geh einfach weg. So. Okay, hier muss ich noch was noch. Oh, Gott sei Dank hat aufgehört. Allerdings, wenn da so dieser Nebel kommt, sieht man mehr. Das ist natürlich praktisch. So, ich brauche noch fucking 2 Copper-Ohr. Wenn ich die hätte, wäre ich Superfrau.
Wow. Kupfer? Kupfer. Kupfer? Ach da. Perfekt. Gut, dann wären wir dann durch soweit. Hier noch. Und da. Und geschafft. Talk to Clint. Gut, haben wir das auf jeden Fall erledigt. Bringt, glaube ich, auch relativ viel Geld. Ich habe, ja, 340 G. Kann man sich auch so ein bisschen was holen. Ich würde gerne... So, danke. Zu 60. Da ist es nämlich eisig und hell, was viel besser ist. Yippie-yay. Hier gibt es auch viel bessere und seltenere Sachen. Und diese kleinen Kohletierchen hier bringen Kohle. So, ein bisschen, wenn ich sogar sehr, an Chihiros Reise ins Zauberland. Und ich finde die mega süß. Kleine Kohletierchen. So, knuffig. Oh, ich sehe gerade, hier ist auch... Toll, hier ist auch Kupfer. Und ich habe mich so angestrengt. Ich bin super duper Kämpfermeister, super duper Bitch. So. Oh, Cave Carrots. Gar nicht mal so schlecht. Ja, wir werden heute nicht sehr weit kommen. Es ist immerhin schon 10 p.m. Finsterste Nacht, aber ich will rumgucken, was sich jetzt hier noch so rumlümmelt. Kann man ja mal machen, ne? So. Das hat mich tot geslimed. Nein, hat's nicht. So, nun du. Es macht so Spaß zu töten. Nein, macht's nicht. Doch ein bisschen schon. So, ey, ey, ey. Warte mal, nicht übermüdes kleines Fusselvieh. So. Huch! Manchmal, ne? Da springt die voll hoch. Hm. Ah, da oben. Da ist was Interessantes. Was Interessantes ist noch da. Und ich gucke gerade auf meine Lebensleiste. Und da wird mir eines klar. Ich muss wieder gehen. Bye. Erstens. Nein, zweitens, drittens. Ich gehe nach Hause. Bye. Ja, wenn ich hier gucke und ich hier in Ohnmacht falle, na, was total wichtig ist, dann am Ende verliere. Nee, da habe ich jetzt nicht so Bock drauf, ganz ehrlich. Ah, ah. Muss jetzt wirklich nicht sein. Gut. Huschen wir ganz schnell nach Hause. Tun die Leute, genau hier, die kleinen Leute, hier diese Spiceberry-Leutchen und Salmo-Berry-Leutchen und überhaupt Leutchen. In die Kisten. Und ja. Ah, ich glaube, nach 12 Uhr werde ich erst im Bett sein. Yep. Aber vor 1 Uhr. Das ist sehr gut. Dann machen wir das mal so. Komm rein mit dir, Bitch. Junge Dame meine ich natürlich. So, so, machen wir das hier mal so. Und so gut wie es passt. Auch noch so. Wie soll ich genau hier mit rein? Ja. Perfekt. Und ab ins Bett. Go to sleep. Yes. Oh, ich habe gar nichts eingenommen. Und es regnet wieder. Mitten im Sommer vor allem. What? Wie geil ist das denn? Guckt euch das an. Oh. Oh. Sehr gut. Also anscheinend habe ich Chilischoten angebaut. Witzig. Ich hätte eigentlich auch düngen können. Ne? Ich bin auch so ein Stück Brot. Naja, machen wir ihn auch nochmal. Bis auf eine tun wir mal hier rein. Die andere wird dann noch gespendet. So, gut, dann können wir mal mit Clint reden. Sobald wir Zeit dafür haben. Ich muss noch ein bisschen warten. Alter, wow. Ein heftiges Gewitter. Wenn wir auf einmal mit Clint reden, bekommen wir ein bisschen Geld auf jeden Fall. Habe ich jetzt noch was? Nein, gut. Was denn dann sich gut ist, dass ich mir wieder ein bisschen Saatgut kaufen kann mit der Blaubeeren. Weil die sollen wirklich echt gut sein, habe ich gehört. Nee, mal gucken, ob hier wieder irgendwelche Würmer auf dem Boden sind. Man kann nie wissen. Wo sich diese kleinen Lümmel verstecken? Ich spiele gerade ernsthaft. Macht Clint auf, macht am 8 oder um 9 auf. Ja, ich gucke einfach mal kurz nach. Und wenn er noch nicht offen hat, gehen wir mal kurz an den Strand. Dann kann ich schon ein paar Muscheln zusammen sammeln oder so. Schauen wir einfach mal.
Das nur offen. Super, toll, Clint, danke. Schön, dass du uns allen so hilfst. Das sind Arbeitszeiten. Meine Herren, 9 Uhr. Ich kenne viele, die würden für solche Arbeitszeiten morden. Oh, die turteln rum. Ich habe gesehen, dass ihr euch geküsst habt. So, keine Würmer. Nichts Wurmiges. Oh, Menno. Naja, okay, nehmen wir einfach mal ein paar Korallen mit, weil die sind echt Korall. Hey. Alter Marinier vom Muttersch-Marinesoldat. Ich habe dieses alte Amulett zum Verkaufen. Aber irgendwas sagt mir, dass du noch nicht so weit bist, junge Dame. Doch, Mann, ich bin bereit dafür. Ich bin voll hart im Nehmen. Okay, nichts zum Graben. Naja, wie auch immer. Dann noch. Hier können wir noch was mitnehmen. Sehr gut. Gut, dann ist es auch schon 9 Uhr. Und dann gehen wir nochmal zum Clint. Und dann holen wir mal Frack die Belohnung ab. Kaufen uns Saatgut. Gehen kurz zum. Ihr wisst schon was. Machen da, du weißt schon was. Wobei, vielleicht mache ich das auch später mal mit dem Community Center. Muss ich nicht die ganze Zeit so sinnlos hinterrennen und das halt regnet, können wir eigentlich auch nochmal in die Instanzen gehen, in die Minen, oder? Was sagt ihr? Oh, da ist die Oris gebracht, danke. Cool. Money, money, money. Das ist schon einiges an Kohle, die wir jetzt wieder weiter verarbeiten können. Ich denke mal, ja, lieber Story of Seasons. Viel reinstecken, viel investieren und viel rauszukriegen. Das ist die Devise. Nur so kann man sich auch mal Dinge leisten. Wie ein Huhn. Ich liebe es aber, wenn es halt eben ein bisschen schwieriger ist. Ich finde, bei den meisten Mutteln wird, wie gesagt, einen schon ziemlich viel hinterher geschmissen. Und das ist dann natürlich nicht sehr. Was ist das? Try to keep the art of fishing alive. I will pay you any fish. Ich weiß gar nicht, wo ich diese Largmouth, die Großmaulbasse, was auch immer, angeln kann. Ich habe auch keine Ahnung von Angeln. Müsste ich aber tun, eigentlich. Ich wurde erwischt. Ich wurde erwischt. Ich muss sie angeln. Ich will aber nicht. Angeln ist so schwer und anstrengend. Aber eigentlich müsste ich es tun, das stimmt schon. Ich bin gerade ernsthaft, ob ich angele, statt in die Minen zu gehen. Aber ich denke mal, das entscheiden wir erst in der nächsten Folge. Wenn es wieder heißt für mich, Let's Play It. Das habt ihr nicht gehört. Stardew Valley. Bye. Ups.